Ich glaube, das war ein Fehler mit dem Meteorit. Ja. Das war definitiv ein sehr großes Au. Ich glaube, ich sollte nicht dort in der Mitte kämpfen. Ja, ja, das kennen wir alles. Dann triggern wir mal. So, erste Runde, das war jetzt noch relativ einfach. Was ist auf Xoti gewirkt, dass die... Okay, Xoti down, das ist nicht gut. Können wir gleich nochmal neu laden. Also ja, spätestens bei der zweiten Truppe sollte Al auf den Bogen zaubern und Xoti den Avatar. Und bei der dritten Truppe holen wir dann noch den anderen raus. Wenn wir dann zu der Riesenarmee am Schluss kommen, dann casten wir keinen Meteorit mehr. Diese dreimal verdammte Plage der See. Okay, Adolf holt seinen Bogen raus. So, die zaubert den Avatar-Zustand. Ich könnte einfach mal auf die 12 was geben. Und dich auf den, auf die Waffen wechseln lassen. So, das war die nächste Welle. Die ist weg. So, erst auf den Skelettmagier, denn der ist gefährlich. Ja,
So, die benutzt so mal die Heilung. So, der Stahlrücken da, der ist nervig. Ist der da übrigens auch? Nicht abbrechen. Also ihr alle den angreifen und du... So. Nächste Welle bitte. Warum haben es eigentlich alle auf Hagrim gerade abgesehen? Alof. Feuerball mal dahin. So, jetzt kommt die Superwelle. Von der ich hoffe, dass es der die letzte Welle ist. Machen wir das da mal. Adolf, du nicht Adolf, Seraphin, du übernimmst den da. So, du heilst erstmal. Konstantin hat keine Heilung mehr, dann brüllt er mal. Xoti, du belebst Seraphim wieder. Der Magier da muss weg. Bitte sag mir, dass das jetzt der Rest der Welle ist und keines mehr spawnt. Und kommt noch eine Welle, dann bin ich am Arsch. Nein. Hey, was ist das denn? Kahakuniki.
Oh, Erholungszeit 55, ja. Your halls once legion are now but dust. Though you will someday join them in rot. Today you live. Sehr ermutigend. Deine Feinde einst scharen sind und nichts mehr als Staub. Auch wenn du dich ihnen einst in der Verwesung anschließen wirst, kannst du heute weiterleben. Ja, super. Ich muss sagen, sie waren trotzdem einfacher als die Konstrukte. Hätte ich viel früher daran gedacht, den Magier auszuschalten. Vorsicht, dass Oskar dich nicht an seinen Bären verfüttert. Aha. Ja, weil wir haben auch jetzt das überlebende Gesicht soweit. Meine Heldentaten im Schmelzting haben mir ein rohes Ansehen in den Augen des überlebenden Gesichts verschafft. Nur ein anderes Rudel, die Truppe des Bären genießt das gleiche Ansehen. Wenn ich sie im Schmelztiegel besiegen kann, werde ich zum Auserwählten des überlebenden Gesichts. Eigentlich möchte ich ungern gegen die Bären kämpfen. Oh, was sagt eigentlich mein Tränke im Überfluss? Kehre mit der am wenigsten instabilen Spur zu Neale zurück. Die Sammlung von Essenzproben ist abgeschlossen. Neale dürfte erfreut sein, wenn ich ihm die vollständig aufgeladene den vollständig aufgeladenen Forschungsgürtel zurückbringe. Ja. Hi. Du bist zurück. Bedeutet das, dass der Gürtel bereit ist? Seine dunklen Augen suchen dich ab. Er fühlt sich ziemlich warm an. Excellent. Hervorragend. Neil nimmt dir den Gürtel entgegen, legt ihn auf seinen Kahn und befestigt zwei Kupferdrähte an der Adra-Schnalle. Sie führen zu einem kleinen Messgerät, bevor sie in zwei Ampullen enden. Die Flüssigkeit in den Ampullen schimmert mit Essenz. Very good, yes. Yes, a most impressive charge you've collected. With this, there's no telling what I'll accomplish. Sehr gut, sehr gut. Ja, du hast eine äußerst beeindruckende Ladung gesammelt. Wer weiß, was ich damit alles erreichen kann. Mit hochrotem Gesicht und Lächeln legt er den Gürtel nieder. Er holt einen Behälter aus Adra vom Wagen. This is the result of your last effort for me. I wish I could say it was as successful as the first, but the addition of Adra seems to have left the results somewhat unpredictable. Das ist das Ergebnis deiner letzten Anstrengung für mich. Ich wünschte, ich könnte sagen, es war erfolgreich. War so erfolgreich wie das erste, aber der Zusatz von Adra hat die Ergebnisse etwas unberechenbar gemacht. Der Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt. Wie überraschend. Egal, ich möchte, dass du ihn hast. Das ist das Geringste, was ich tun kann. Er schiebt den Becher in deine Hände. Die Flüssigkeit schimmert im prismatischen Licht. I'll begin refining the designs, and perhaps with time, I will be able to produce powerful, reliable devices that will preserve lives across Aeora. Ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich brauche. Ich werde anfangen, die Designs zu verfeinern, und vielleicht werde ich im Laufe der Zeit leistungsstarke, zuverlässige Geräte herstellen, die in ganz Aeora Leben retten. We may just yet make this world a better place. I truly, deeply thank you. Vielleicht machen wir aus dieser Welt doch noch einen besseren Ort. Ich danke dir aus ganzem Herzen, Hargrim. Er blinzelt und wird rot. Oh, Gods, you're the Watcher of Cadnu, aren't you? How did I not recognize it? How was I so stupid? Oh Götter, du bist der Wächter von Cadnu, oder? Wie konnte ich das nicht erkennen? Wie konnte ich so dumm sein? Er reibt sich mit der Haarwurzel in die Stirn. Das macht nichts. Es heißt Fürst Hargrim. Wir wollen meine Anwesenheit nicht herausfordern. Nichts sagen, das macht nichts. Was sincerest apologies, is there? Can I do anything for... How may I be of service? Es tut mir aufrichtig leid. Gibt es etwas... Kann ich etwas für... Wie kann ich euch dienen? Er räuspert sich und strafft seine Schultern. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, dieser geile Adra-Dinger hier. Öl der Verlockung, ach so. Tank des widerstandsfähigen Körpers. Ich weiß nicht, kann ich die Dinger irgendwie aufladen? Ich
könnte mal versuchen, ob hier in diesem Spiel der Cheat auch geht, der in Baldur's Gate geht. Willkommen zurück, mein Lord. Wie kann ich euch dienen? Er verneigt sich tief. Wie kommen die Experimente voran? Well, thanks to you. If I have anything new and interesting to report, I will be sure to inform you. Sehr gut, dank eurer Mithilfe. Wenn ich etwas Neues und Interessantes zu berichten habe, werde ich euch natürlich informieren. Zeig mir mal deine Tränke. Ja, gut.